Moin Moin, willkommen zurück. Ja, ich begrüße euch mal wieder recht herzlich zu einer weiteren Folge von Hearthstone. Grundsätzlich zeige ich euch erstmal links, wenn ihr da draufklickt, die erste Folge. Da gehe ich einfach nochmal kurz auf das Deck ein, gerade wenn jemand die Folge noch nicht gesehen hat. Und in der aktuellen Folge zeige ich euch einfach, wie ich mit dem Deck jetzt ziemlich leicht Rang 10 erreicht habe und ich wünsche euch einfach viel Spaß damit. So, da haben wir unseren ersten Gegner. Wir starten direkt gegen einen Priester. Gucken wir mal gleich, was wir auf der Hand haben. Ja, die Hand sieht jetzt nicht so schlecht aus. Und ich denke, wir spielen damit einfach mal. Gucken mal, was passiert. Ja, Priester ist immer so eine Sache, finde ich. Ja, mit dem ganzen Gegenheilen und lass sie mal ihre komischen Mechboards haben. Mit den 8 Heals. Es ist schon echt übel, als Hunter dagegen anzukommen. So. Na, dann macht er keine Grüße zurück. Ja, das kennen wir ja schon. Entweder sind sie Emote Spammer oder sie machen gar nichts, aber Höflichkeit gehört dazu. So, aber er ist dran, bedeutet es dauert das natürlich. Und er weiß natürlich nicht, was er spielen soll. Oder er spielt einfach nichts. Okay, wir sind dran. Und wir starten direkt mit dem Mana-Kristall und bringen unseren Minion aufs Spiel. In der Hoffnung, dass er ihn killt, dass wir unser Geheimnis triggern können. So, und dann ist er wieder dran und es passiert wieder mal nichts. Gut, da sind wir wieder dran. Ja, verstärken wir natürlich gleich unseren Wissenschaftler und attacken gleich mit 4 Damage. Das ist, wie gesagt, das A und O beim Face Hunter direkt ins Gesicht. Ja, eignet sich gerade dieser Spielzug sehr gut. Können wir ihm gleich am Anfang im zweiten Spielzug gleich 4 Damage dealen. Da gucken wir mal direkt, was er spielt. Und, na, dann mach's. Okay, na, den Wetter, denke ich mal, ja, wird er natürlich direkt gegenheilen, sodass er gleich wieder 4 Leben hat, sodass ich ihn definitiv nicht killen kann. Gut, nehmen wir, denke ich mal, den Bogen. Ja, können wir direkt 5 plus 3, nochmal 8 Damage dealen. Damit hat er nur noch 18. Den nächsten Bogen werden wir definitiv nicht ausspielen, weil wir wollen das Geheimnis triggern. So gut, dass wir definitiv noch eine Aufladung haben. Gucken wir mal, was er macht. Ach, ich hasse ja so eine Gegner, die schon so am Anfang so lange überlegen und so lange auf das Spiel überlegen, was sie tun. Gut, er killt meinen Minion. Damit triggern wir unser Geheimnis und haben natürlich einen Sprengfall auf dem Feld, was für uns sehr gut ist. Dementsprechend, er kann nicht angreifen. Er wird sich, denke ich mal, selber heilen. Na, was macht er? Überlegt er. Na, spielt er noch einen Minion? Ja, ist klar, er hält sich gegen. Gut, dann sind wir im nächsten Spielzug dran. Okay, er hat noch was. Na gut, das bringt nichts. Er hat einfach nur, wollte einfach nur die Minion raustriggern. Würde ich sagen, packen wir direkt den Lehmer genommen. Plus sein Eigentum-Champion, sodass wir direkt ins Face können. Wie gesagt, den Bogen nutzen wir nicht, weil wir halt die Aufladung safen wollen. Wäre jetzt verschwendet, weil er wird definitiv irgendwann bei uns ins Face gehen, sodass wir die Sprengfalle triggern können. Okay, er überlegt sich, ob er das Board cleart, beziehungsweise versucht das Board zu clearen. Killt unseren kleinsten Minion. Ist jetzt nicht so tragisch. Versucht jetzt... Na, versucht er es? Hm? Was macht er denn jetzt hier? Überleg nicht so lange. Was ist los? Wir wollen gewinnen. Da kann ich auch gar nicht so viel kommentieren nebenbei. Da weiß er wieder nicht, was er tun soll. Na, was kommt jetzt? Alles klar, oder? Er geht ins Face. Na, geht er ins Face oder geht er nicht ins Face? Okay, er geht ins Face. Sprengfalle triggert. Wir kriegen eine Aufladung für unseren Bogen dazu. Bedeutet, wir können den nächsten Zug direkt wieder ins Gesicht gehen. Damit ist ein Dreier-Minion erledigt. Okay, den wilden Pyromanten, den müssen wir mehr oder weniger ausschalten. Da hält er sich nochmal gegen, triggert somit den Zauber. Und tötet damit unseren Lebra genommen. Und heilt natürlich nochmal alle hoch. Und damit kriegt er mit seinem rechten Minion ziemlich viel... Angriffskraft mit 7 plus nochmal und
Clear damit mein Board. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall übel. Damit haben wir 9. Der 9-1 mit dem einen Minion, der könnte uns definitiv gefährlich werden. Aber ich denke mal, wir werden den Wissenschaftler wieder spielen. Kurz überlegen. Ja, wir spielen, glaube ich, den Wissenschaftler aus. Um nochmal entweder eine Sprengfalle, beziehungsweise ich habe das Decken kurz umgestellt. Ich habe den Argentum knapp rausgenommen und habe dafür eine Bärenfalle gemacht. Aber wir werden den... Ja, wir gehen direkt. Wir schalten... Genau, wir nehmen unseren Bogen, schalten den Pyromanti-Heini aus und gehen damit direkt ins Face. Wir nehmen es jetzt einfach in Kauf, dass er uns 9 Damage dealen wird. Wir haben zur Not noch ein Fass und die Spektralkrabbler-Spinne oder wie auch immer die heißt. Die Spektralspinne? Ja. Damit könnten wir theoretisch im nächsten Spielzug dann 5 Damage dealen, beziehungsweise 9 plus nochmal 3 mit dem Bogen. Ah, er wird ihn, denke ich, mal rausnehmen. Er nimmt ihn raus, okay. Und geht ins Face mit 11. Das tat natürlich jetzt weh. Aber... Spielen wir den? Ja, wir spielen ihn aus und hoffen... Alles klar, wir haben Sportliter. Töten mit Fass. Sein Minion war natürlich jetzt 5 verschwendet. Den Bogen sparen wir uns, wie gesagt, auf. Damit kann er, wie gesagt, nächsten Spiel nur unseren Sportliter wegknallen. Was er auch machen wird, genau, tut er. Jetzt holt er natürlich Ragnar raus. Jetzt könnte es übel für uns werden. Alles klar, wir haben nur noch 4. Jetzt müssen wir Glück haben. Und dann spielen wir alles aus, was wir haben. Und haben keinen. Können nicht mehr mit. Okay, wir warten ab. Jetzt heißt es Glück haben. Wenn wir jetzt, wie gesagt, Pech haben, könnte es übel für uns werden. Ah, wird bestimmt noch ein großes Minion jetzt ausspielen. Wie gesagt, wenn Ragnaros jetzt die Fähigkeit triggert... Oh, okay, spielt Dr. Boom. Aber wenn er... Ah, wenn die Fähigkeit jetzt uns trifft, sind wir down. Das wäre sehr bitter für uns. Alles klar, perfekt. Sauber. Damit sind wir die Runde auf jeden Fall nochmal... Oh, okay. Ja, da würde ich sagen... Alles klar, das war's. Damit hat er definitiv verloren. Da haben wir wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Das sollte ausreichen, um ihn zu besiegen. Das ist halt, wie gesagt, ein sehr, sehr enges Match gerade. Aber damit haben wir ihn down. Und das war's. War sehr knapp. Haben wir wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Und damit sind wir Rang 10. Und ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, die Folge hat euch gefallen. Die anderen Aufnahmen sind halt mehr oder weniger, habe ich verkackt. Das tut mir leid, die nächsten Folgen kommen wieder regelmäßig, beziehungsweise die einzelnen Kills. Und ich wünsche euch viel Spaß.